Guten Morgen zusammen. Ich begrüße euch bei dem nächsten Abenteuer auf dem Eifelsteig. Ihr seht hinter uns noch unsere Lagerstätte. Nichts mehr verrät unsere Anwesenheit. Wir suchen uns jetzt erst einmal wieder den Weg zurück. Das war so schön hier. Wir sind viel, viel länger liegen geblieben, als ich das jemals mache bei Fernwanderung. Es ist schon 11 Uhr. Ich glaube, das ist echt Rekord. Und wenn ihr Lust habt zu erleben, was wir heute noch so erleben, dann bleibt dran. Weil wir gestern Abend den Eifelsteig ja deutlich verlassen haben von der Wegführung, um aus dem Naturschutzgebiet rauszukommen und einen Spot zum Übernachten zu finden, müssen wir jetzt erstmal so, na, ich denke schon so 2 Kilometer wieder zurück, bis wir ihn haben. Das ist deswegen so lang, weil der Eifelsteig irgendwo dort unten, keine Ahnung, 50 Höhenmeter unter uns langläuft. Gerade war die Ortschaft Hammer. Jetzt gibt es hier den Anstieg, ich glaube zum Weißen Kreuz hieß das. Boah, der ist echt giftig. Und was ihr jetzt nicht seht, ich sehe es ja vor mir, das wird gleich noch steiler. Puh. So, ich wollte euch mal kurz was auf der Karte zeigen. Also hier ist die Ortschaft Hammer, ne? Und das ist dieser steile Weg nach hier oben. Wir sind jetzt hier und das habe ich vorher gar nicht gesehen. Jetzt geht es hier steil wieder runter. Also da hätte man auch, wenn es weniger schön ist, einfach eventuell die Straße hier gehen können. So, ich zeige euch das mit Natura. Das ist der Weg, den es hochging. Das ist die Aussicht, die man dabei hat. Und hier geht es jetzt direkt wieder runter. Da geht es sogar noch ein Stück weiter hoch, irgendwie 100 Meter bis zu einer Schutzhütte und zum Weißen Kreuz. Also angesichts dessen, es zieht jetzt zwar gerade zu, ansonsten ist hier allerdings echt Hochsommer mit Temperaturen zwischen 25 bis 30 Grad im Schatten. Ich hatte gerade auch echt Kreislaufprobleme auf dem Weg nach oben. Ernsthaft, überlegt euch das, ne, ob man nicht einfach diese dusselige Straße da unten ein paar hundert Meter lang geht.
ist im Moment ein einziges Auf und Ab. Bringt mich absolut an meine Leistungsgrenze. Den jungen Herren nicht ganz. Und verlaufen. Dieser Mörderanstieg gerade, ist das frustrierend. Der war noch nicht mal der Eifelsteig. Der Eifelsteig wäre weiter unten im Flusstal geblieben. Aber ganz im Ernst, Leute, wir haben jetzt einmal die Höhe gewonnen. Ich bringe keine 10 Pferde mehr da drunter. Wir gehen jetzt parallel auf der Höhe zum Eifelsteig. Der Eifelsteig verläuft da drüben auf der anderen Hangseite. Aber ganz ehrlich, so schlecht ist das hier gar nicht. Wir haben den Eifelsteig wieder. Der Eifelsteig kommt von da. Wir sind von da gekommen. Ich glaube nicht, dass das jetzt ein Riesenunterschied war. Und ab jetzt wird es etwas urbaner. Wir passieren die Ortschaft Höfen. Sind gerade auch noch mal an einem Friedhof vorbeigekommen. Friedhof habe ich übrigens vergessen zu erwähnen. In der Ortschaft Hammer ist ein klitzekleiner Friedhof und da steht so ein Kreuz auf so einem Steinblock und auf der Rückseite ist allerdings ein Wasserkran. Ja, also auf dieser Etappe sind bis jetzt hier auch schon wieder zwei Friedhöfe zu finden. Und hier in Höfen, siehe da, der Trailhead oder Trailend, je nachdem, vom Wildnistrail. Wir gehen weiter. 6 Kilometer bis Monschau. Im Hintergrund die alte Molkerei. Wir haben uns da jetzt hingesetzt, was getrunken, was gegessen. Erik und ich haben jetzt dasselbe gegessen. Das war auch sehr, sehr gut. Und das, was an den Nachbartischen so serviert wurde, sah richtig cool designt aus. Also das scheint eine gute Empfehlung zu sein. Wir gehen jetzt Richtung Monschau, was auch unser Etappenziel sein wird. Kommen gleich irgendwie noch längere Zeit an einem Stausee vorbei. Und wir beobachten mit Sorge den Himmel. Es sind immer noch 29 Grad. Aber mittlerweile spürt man so einzelne Tropfen und das Regenradar sagt ausgerechnet für die nächsten 1,5 Stunden nichts Gutes für diese Gegend voraus. Das ist die Talsperre, genauer gesagt der Rest. Wir hatten gerade noch darüber philosophiert. Ich hatte nämlich versucht, von zu Hause noch zu googeln, ob man da zur Not drin schwimmen kann. Aber wenn ich mir das da gerade so angucke, ist das völlig egal, ob man darin schwimmen kann oder nicht. Es muss erstmal Wasser da sein. Schöne Aussicht. Ja, und so wie der Weg hier angelegt ist, bin ich bereit, Geld drauf zu wetten, dass das eine Trinkwassertalsperre ist. Und ihr hört's, es fängt an zu regnen. Aber ich bin mal gespannt. Also wenn das dabei bleibt, ist das wieder so eine Sache, werden alle Baumwipfel einmal nass und der Natur bringt das offen gestanden ziemlich wenig. Gerade war ein Schild, Trinkwasserspeicher. Aber haben wir uns ja eigentlich schon gedacht. Ja, man kommt jetzt aber schnell voran, weil der Weg hier total ebenerdig dran entlang führt.
Wow, einfach nur wow. Das war gerade ein sehr, sehr schöner Weg. Und seit mein Personal Trainer hier weiß, dass es eine Chance gibt, den nächsten Bus zu bekommen und wir sonst eine Stunde warten müssen, ist der Kerl noch schneller unterwegs. Und der erste Blick auf Monschau. Es kann sein, dass ich euch das Austro hier an einer chronologisch falschen Stelle zeige. Wir laufen jetzt in die Randbezirke von Monschau. Ich denke, wir hatten eine abwechslungsreiche Etappe. Das muss man wirklich sagen. Sie war offen gestanden auch einer der anstrengenderen, diese Doppeletappe. Von Monschau aus sind es noch ungefähr 25, 28 Kilometer bis zum Ende des Eifelsteigs, bis Corneliemünster. Das heißt, beim nächsten Mal werde ich das irgendwie als Tagesetappe machen. Hat mich gefreut, wenn ihr bis jetzt dran geblieben seid. Bis zum nächsten Mal. Euer Felix.